Das Aufeinandertreffen der beiden Schießbuden der Liga verspricht Tore im ATS Sportpark in Heimstetten. Der heimische SV in Rot musste bereits 14 Gegentore schlucken. Die Gäste aus Illertissen, die letzte Saison noch die drittbeste Defensive der Liga stellten, bekamen sogar schon 18 Buden eingeschenkt. Die letzte Nullnummer zwischen diesen beiden Teams gab es übrigens vor 10 Jahren. Bei diesen Vorzeichen also relativ unwahrscheinlich, dass die Partie heute torlos endet. Und bereits nach wenigen Sekunden musste Heimstettens Torhüter Maximilian Riedmüller auch zum ersten Mal eingreifen. Der Schuss von Marco Gölz ist aber leichte Beute für den 34-Jährigen. Die Heimstettener, die unter der Woche gegen Bayernligist Schalding aus dem Toto-Pokal flogen, verstecken sich aber keineswegs. Nach 5 Minuten fliegt eine Hereingabe von der linken Seite in den Strafraum und dann wird es da auch durchaus gefährlich. Letztendlich können die Gäste aber klären. Nach gut einer Viertelstunde gibt's dann Freistoß für den FVI. Yannick Ikendo Wanner nimmt sich der Sache an und verwandelt das Leder zur Führung für Illertissen. Riedmüller ist noch dran und bekommt den Ball an einem guten Tag womöglich auch noch um den Pfosten gelenkt. In der Folge leisteten sich beide Teams viele Ballverluste. Aus dem Spiel heraus passierte lange Zeit wenig. Mohamed Awata mal mit einem Abschluss, allerdings kein Problem für Michael Wagner. Auf der anderen Seite trifft Elias Herzig nach einer Ecke die Kugel nicht richtig, sonst wäre es wohl richtig gefährlich geworden. Bisher also eine Partie mit wenigen spielerischen Highlights, doch das sollte sich in der 36. Minute ändern. Illertissen im Angriff, Alexander Kopf erobert die Kugel zurück, legt dann mit der Hacke wunderbar ab auf Yannick Glessing. Der behält den Kopf oben, bedient Kento Terranuma mustergültig und der braucht die Kugel nur noch über die Linie zu schieben. Was für ein schönes Tor der Illertissener. Und die hätten wenig später eigentlich den Deckel drauf machen müssen. Terranuma erobert zunächst das Leder, spielt die Situation dann aber etwas fahrlässig zu Ende. Zunächst verpasst er den Abschluss und dann sitzt der Pass zu Tim Bergmüller nicht. Doch die Elfer Marco Konrad nahm den Schwung in die zweite Hälfte mit und in der 55. Minute gelang mit etwas Glück die Entscheidung. Terranuma zieht ab, die Kugel wird abgefälscht und senkt sich hinter Riedmüller in die Maschen. 3:0, Deckel drauf. Denn der SVH fand auch in der Folge keine Lösung gegen den Abwehrriegel der Gäste und hatte nur noch 1-2 Halbchancen. Illertissen spielte die Partie souverän runter, beschränkte sich aber auch auf das Nötigste und so blieb es beim 3:0. Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, jetzt mal auf den Ballbesitz den Gegner zu geben, weil im folgenden Spiel haben wir mehr Ballbesitz gehabt und da kam nichts raus. Diesmal haben wir uns kompakt reingestellt, haben auf Konter gespielt und es hat überragend geklappt. Frühes Tor und es spielt uns natürlich in die Karten gegen so einen Gegner. Der Gegner hat uns den Ball sehr, sehr viel überlassen, hat es sehr, sehr eng gemacht, sehr kompakt gemacht und Nadelstiche gesetzt und das sehr erfolgreich. Wir haben sicherlich kein gutes Spiel gemacht, ganz im Gegenteil. Illertissen setzte mit dem 2:0 das spielerische Highlight der Partie und zeigte sich vor dem Tor konsequenter. Mit dem Sieg springt der FVI auf Rang 15 und zieht an Heimstetten vorbei.